Willkommen, heute geht es um das Thema Work-Life-Balance. Mein Name ist Stefan Ludewig und ich bin Coach. So, was bedeutet Work-Life-Balance? Arbeit, Leben in Balance bringen. Klar und deutlich. Ja. Dafür, es gibt verschiedene Modelle für Work-Life-Balance, die verschieden dargestellt werden. Die einen komplizierter, die einen nicht so, die einen etwas einfacher. Ich habe es jetzt einfach nur bildlich dargestellt, wie man jetzt sehen kann. Meine Maus sieht man auf dem Desktop genau. Das ist eigentlich die ideale Work-Life-Balance. Die Gesundheit, die Arbeit, die Familie und die Freunde in einen Einklang. Wenn dieser Kreis eine 100 wäre, hätte alles 25%. Es gibt aber noch eine andere Sache. So, was nicht gerade Work-Life-Balance ideal ist, ist zum Beispiel dieser Kreis hier. Man arbeitet mehr und gefährdet damit seine Gesundheit. Ich kenne einen super Spruch: Keine Arbeit ist es wert, seine Gesundheit oder seine Familie zu gefährden. Dem gehe ich nah. Verkaufe dich nicht unter Wert. Ist egal, was du gemacht hast. Dann ist aber auch noch hier der wichtige Bestandteil, worauf immer mehr gearbeitet wird, dass die Familie im Mittelpunkt steht. Dass mehr in Teilzeit gearbeitet wird hier. Dass man mehr Zeit für die Familie hat und seine Gesundheit im Balance hält. Das ist eigentlich der ideale Work-Life-Balance, auch wenn es hier ideal aussieht. Ist das hier ideal? Wenn man damit seine Familie ernähren kann und auch mit der Arbeit glücklich ist und dann zusätzlich mehr Zeit mit der Familie hat, kann man auch seine Gesundheit halten und seine Freundschaften kann man auch gleichzeitig halten. Also wenn man das erreicht hat, ist man eigentlich angekommen, in der Regel. Wo beginnt dein Work-Life-Balance? Work-Life-Balance beginnt eigentlich ganz, ganz jung. Mit 5 Jahren, wenn man noch im Kindergarten ist, da ist die Work nicht die Arbeit, sondern der Kindergarten. Die Übungen, die man da auch macht. Dann geht man ja natürlich normalerweise in die Schule. Dann kommen die Aufgaben und so weiter von der Schule in die Ausbildung, Karriere, Studium und so weiter. Dann Familie, vielleicht eigene Kinder. Und mit 50, wenn die eigenen Kinder schon ausgezogen sind, eventuell, manche bleiben ja noch bis 80 bei den Eltern wohnen, ja, gestaltet man ja sein Leben in der Regel neu. Man hat wieder die Räumlichkeiten für sich und niemanden, auf den man achten muss. Klar, auch seine eigenen Kinder, egal wie alt die sind, achtet man immer drauf. Ich weiß, mein Opa mit über 90 hat immer noch auf meine Eltern geachtet, die schon über 60 waren. Das geht nicht aus den Eltern raus, egal wie alt sie sind. Kinder sind Kinder, egal wie alt Kinder sind. Für die Eltern. Und das wird auch mir so gehen mit meiner kleinen Maus. Mit 67 hat man mehr Freude im Leben bekommen. Dadurch, dass man sein Leben auch schon gut hinter sich hat. Um es mal direkt zu sagen, gute und schlechte Erfahrungen hat und das ausbalancieren kann. Und dadurch bekommt man auch die innere Ruhe. Wenn dann noch die Enkelkinder dabei sind, na aber hallo, na dann freut man sich aber richtig. Zu einer perfekten Work-Life-Balance braucht man auf jeden Fall Sport, Bewegung. Es muss nicht Hochleistungssport sein. Es reicht ganz normales Laufen, mal eine Stunde am Tag laufen und eine halbe Stunde. An die frische Luft gehen. Und dann den Kopf frei bekommen. Ablenkung ist auch wichtig. Von der Arbeit. Arbeit ist Arbeit, privat ist privat. Plane bewusst für dich ein, plane und organisiere deinen Tag. Manchmal geht das gar nicht, aber sofern du es kannst, mach es. Denn das, was du planst, musst du nicht mehr drüber nachdenken, wie du es machst. Das ist in drinne. Das ist wie Radfahren, was man 10 Jahre nicht gemacht hat. Ich bin jetzt 3 Jahre oder 3 oder 4 Jahre. 3 Jahre nicht mehr Fahrrad gefahren. Jetzt bin ich aufs Land gezogen, habe mir mein Fahrrad repariert, bin aufgestiegen, bin losgefahren. Und ich habe schon gedacht, ich schwanke besoffener durch die Gegend und fahre gegen den nächsten Baum.
Ernähre dich gesund und achte auf deinen Körper. Wenn du merkst, dein Körper zeigt Alarmzeichen, reagiere und spiele es nicht weg. Das ist ganz wichtig. Denn dein Körper ist die Balance für dich selbst. Pflege ein gutes Verhältnis zu deinen Kollegen beruflich. Es kommt immer darauf an, welche Kollegen, aber wenn es ganz gute Kollegen sind, dann pflege das gute Verhältnis. Quatschen wir denen auch mal über die Freizeit und nicht nur über die Arbeit. Frag sie auch mal, wie es ihnen geht, wenn sie mal zur Arbeit kommen. Na, ist alles in Ordnung? Wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Ja, das ist keine Schleimerei. Das ist einfach nur das Kollegenverhältnis pflegen. Beende deinen Arbeitstag mit einem Ritual. Ja. Also mein letzter Arbeitstag mit meinem Ritual war, ich bin aus der Arbeit geflüchtet, Tür zu und abge und mit dem Auto mit 180 gefühlt auf der Landstraße weggerast, um von der Arbeit wegzukommen. Ja, die letzte Arbeit war absolut nicht mein Ding. Ich wurde degradiert und so weiter. In einem Bereich, wo ich schon lange draußen war, weil die auf dem Land einfach nicht wissen, was meine Arbeit eigentlich bedeutet und denken, das wäre diese primitive Helferarbeit gewesen. Ich bin froh, dass ich raus bin, hat nicht lange gedauert, hat mir auch keinen Spaß gemacht. Ich habe mitbekommen, die Kollegen haben untereinander gelästert. Die Chefdirektion hat gegenüber meinem Arbeitgeber gelästert und solche Sachen. Ich habe mit den Kollegen kein Wort da gesprochen, weil ich nicht weiß, wenn ich dem was sage, ob dann auch darüber gelästert wird. Deswegen habe ich die Folge, ich habe guten Tag und Tschüss gesagt und das war es aber auch. Wir müssen es ja nicht wissen, die Kollegen, weil mir war einfach das Risiko so hoch, dass dann auf einmal irgendwelche Aussagen gemacht werden, die meine Karriere gefährden. Habe ich keinen Bock drauf. Es gibt auch solche Kollegen. Es gibt aber auch gute Kollegen. Wo man den Arbeitstag wirklich ganz bequem Ritual beenden kann. Lege dir ein Haustier zu. Das ist nur eine Empfehlung. Ein Haustier fördert deine sozialen Kontakte und deine sozialen Kompetenzen. Soziale Kontakte muss nicht immer ein Kumpel oder eine Kumpeline sein oder irgendein Nachbar oder sonst was. Soziale Kontakte sind auch Tiere, mit denen man kuscheln kann, damit man aber nicht alleine ist. Da steht doch da, fördert soziale Kontakte und hilft dir beim Abschalten. Ich hab jetzt gar nicht mehr auf die Präsentation geschaut und hab einfach erzählt, wozu auch das Endergebnis ist jetzt hier, lebe dein Leben, setze Prioritäten und mache Kompromisse, wenn nötig. Lebe dein Leben, also höre auf dich selber und nicht auf andere. Das, was andere sagen, kannst du mitnehmen als Information und schauen, ob du es umsetzen kannst, aber du musst es nicht. Es ist dein Leben. Setze Prioritäten. Also, was ist dir wichtig und was ist unwichtig? Was unwichtig ist, kannst du erstmal in die Ablage schieben und dann, was total unwichtig ist, machst du in die Ablage P. Und mache Kompromisse, also Prioritäten. Ich möchte das und das jetzt erreichen. Ich habe aber diese Möglichkeit noch nicht. Was muss ich denn leisten? Also, ich muss das und das leisten. Dazu dann verdiene ich aber vielleicht das eine Jahr etwas weniger Geld. Aber dafür kriege ich am Schluss mein Leben lang mehr raus. Das ist ein Kompromiss fürs Leben. Muss man machen, kann man machen, muss man aber nicht. Man muss schauen, ob die Priorität so wichtig ist, dass der Kompromiss einen quasi auf Balance hält. Das ist auch der Hintergrund von Work-Life-Balance. Wie schaltest du für dich ab? Was machst du, um für dich überhaupt abschalten zu können? Was sind deine Bedürfnisse dafür? Das ist ganz, ganz wichtig. Damit verabschiede ich mich mit dieser Folge Work-Life-Balance. Bye, bye.